Auto fahren momentan. Wir sind jetzt am Weg zur, ja, wie so eine Oma von uns eigentlich, beziehungsweise halt von mir. Und Häuser sind echt, das ist kein Klischee, sondern es sind wirklich rote Häuser in Schweden überall. Gelb gibt es auch, weiß gibt es auch, aber es sind schon sehr, sehr viele rote Häuser. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so viel Holz in Schweden haben. Da. Also das ist es auf den schwedischen Straßen zu... Jetzt ist es Zeit für Shopping. Also Essen. Nicht so viel Shopping, aber wir gehen rein. Da drückt man. So ein kleines Hühnerhund. Ja. Ja, jetzt. Räckere Menschen. Was? Räckere Menschen. Ich bin doch da hin. Jo. Vi kan ju ta med hem. En melon. Det finns till och med en kopp. Du tänker på kött. Man kan också äta pasta. Vi kan göra en pasta. Die ich zu meiner Tortelline essen kann. So, das ist alles Knäckebrot. Das gibt es ja auch beim Ikea zum Kaufen. Ich found the sauce. Ich weiß noch nicht ganz, welche ich haben möchte. So eine Bolognese ist ja nicht ganz das, was ich haben möchte. Es gibt nicht so viel anderes. Pesto wäre gut. Schon Pesto. Pesto. Es wird Pesto. Und das sieht auch, vielleicht ist das noch besser. Ja, es wird das Pesto. From Italia. So. Now I'm searching for my mother. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ah, da kommt sie. Found her. Pesto. Pesto? Hm?
die kann ich euch voll empfehlen. Das müsst ihr mal probieren. Und zwar sind das Makarone. Und zwar sind das so Nudeln, die kochst du aber in Milch. Vielleicht koche ich mir welche und zeige es euch dann, wie ich es esse. Und das isst man dann eben mit Fleischbällchen. Das ist so typisches Kinderessen in Schweden. Also richtig, richtig nice. We are going. Oh, wir halten, oder? Den Pudding habe ich letztes Mal mit Felix probiert. Das ist so ein ganz anderer Pudding wie bei uns, die mit Schlag. Weil die mit Schlag, die sind ja so eher mehr so weich. Und dies ist so richtig hart, wie wenn du ihn selber machst. So schmeckt der. Das gibt es, glaube ich, auch bei Mickey. Ich glaube, ich habe es noch nie probiert. Und zwar ist das Kalles Kaviar. Ist so richtig... Ich weiß nicht, gibt man so auf so Brotdose drauf. Aber ich glaube, es schmeckt eher speziell. Aber könnt ihr mal ausprobieren. Es gibt es in Schweden in ganz vielen verschiedenen Geschmäckern. Bei der Kasse, das ist ganz anders wie in Österreich, und zwar hast du zwei Seiten. Das heißt, du hast ganz, ganz viel Zeit, deine Sachen einzupacken, und es ist kein extremer Stress, wie jetzt zum Beispiel in Österreich. Ich weiß nicht, wie ich das mit einer Hand machen soll. Wird ein bisschen lustig. Boah. War eben, also wie ihr seht, der kommt dann auf die andere Seite rüber. Das heißt, man hat richtig, richtig viel Zeit. Ist richtig, richtig angenehm. Und dann, wenn man nicht alles daneben fällt, dann, so, und dann kann man gechillt weggehen. Und das ist Coop. Sponsoring. Sponsored by Coop. Wir sind wieder draußen an der Sonne. So, jetzt fahren wir wieder home und essen. So, ich habe jetzt Pasta gemacht, und zwar sieht jetzt vielleicht nicht so lecker aus, aber ist richtig gut. Ist so mit Pesto und Mozzarella. Mm. So, jetzt sind wir hier draußen. Ich habe mein Lieblingseis gekauft, und zwar ist das das Magnum Strawberry White. Ist mein Favorit. Ich wollte jetzt euch noch meinen kleinen Hund, also klein, meinen Hund vorstellen. Und zwar die Selma. Selma, komm, komm. Jo, komm. Komm, komm. Jo, hey. Das ist mein Hund. Nicht das Eis. Das Eis legen wir jetzt dahin. Da. Selma. Das ist mein Hund. Und zwar ist sie ein Berner Sennenhund. Sie ist schon etwas älter und möchte das Eis. Ist sie nicht voll süß? Ich habe die Selma geholt. Sie will jetzt nur das Eis. Ich habe die Selma geholt, wie sie noch ein ganz, ganz kleines Baby war, ist sie das erste Mal in meinem Schoß gesessen. Also, ja, eine ganz, ganz süße, meine Selma. Die sitzt mit. Oh! Ich bin gerade umgeflogen. Da, also meine Süße. Also das Eis gefällt dir. Ich mag das Eis auch, das ist richtig gut. Ja. So, jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen. Und zwar, wir sind hier, und das ist so eine kleine Mall. Und zwar essen gerade. Und zwar habe ich mir eine Miso-Suppe genommen. Ich liebe Miso-Suppe. Dann haben wir auch California Rolls. Richtig, richtig gut. Ich bin zwar nicht ganz so überzeugt von der Karotte, die sich da drinnen befindet, aber der Lachs ist urgut natürlich in Schweden, weil alles so frisch ist. Und dann natürlich habe ich mir Frühlingsrollen genommen, weil ich Frühlingsrollen voll liebe. Das heißt, das werde ich mir jetzt gönnen, und ja. So, jetzt ist es Zeit für sozusagen Dessert, aber auf Schwedisch sagt man Fika. Und da haben wir so Mini-Cupcakes, habe ich gekauft. Ich fand die voll süß. Bin voll gespannt, wie die schmecken.
Und dann habe ich mir so einen Smoothie gekauft und Wasser. Immer viel trinken ist ganz, ganz wichtig. Jetzt werde ich ihn probieren. Hallo meine Lieben, jetzt ist ein nächster Tag und wir sind jetzt am Weg zum Shopping. Also irgendwie machen wir nichts anderes außer Shopping und Autofahren. Ich vlogge immer im Auto. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut auf jeden Fall. Wir sind hier im wundervollen Krofusch. Ich glaube, ich nehme euch dann mit zum Dollar Store. Dann können wir so ein bisschen gemeinsam shoppen gehen. Und ja, ich muss sagen, dieser lilane Lippenstift, die Farbe ist zwar voll cool, aber er ist so ein bisschen patchy. Also nicht optimal. Aber sonst finde ich die Farbe voll cool. Aber patchy ist er. Let's go! That's Dollar Store. Das ist halt alles voll, voll billig. Da gehen wir jetzt rein. So. Das heißt, hallo und willkommen. Jetzt haben wir gleich. Ihr seht ja, die Preise sind anders. Es gibt ja keine Euro in Schweden, sondern es sind das Kronen. Das heißt, das ist alles in Kronen eingeschrieben. Das heißt, 20 sind ungefähr 2 Euro und das ist ungefähr 1 Euro. So ein bisschen so ein bisschen so wie der Teddy oder der 1 Euro Shop. So ungefähr ist das hier. So ganz viel. Oh, ja, danke. Aber doch. Da gibt es so süße Masken. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob die tierversuchsfrei sind. Ist immer so ein bisschen schwer in solchen Geschäften das abzuschätzen. Aber wenn man sieht zum Beispiel, dass es ist so ein bisschen schwer. Also manchmal steht es ja hinten drauf. Das sieht man ja, wenn es tierversuchsfrei ist oder nicht. Da steht jetzt nichts drauf. Also ist immer so ein bisschen schwer in solchen Stores, aber man kann sich ja immer davor informieren. Ich habe ja auch ganz viele Videos auf meinem Kanal zum Tierversuchsfrei und so. Könnt ihr ja mal durchstöbern, wenn ihr wollt. Mach's ferme. Wir haben jetzt nochmal Stall. Die sind ja süß. EOS ist übrigens nicht tierversuchsfrei, das heißt von EOS, da bleibe ich gleich fern davon. Die Make-up-Section ist natürlich so richtig billiges Make-up. Muss aber, wie gesagt, ja nicht immer schlecht sein. Ich würde aber euch empfehlen, anstatt so billig Make-up zu kaufen, eher mehr auf Essence finde ich dann doch besser, wie diese richtig billigen. Muss natürlich, ist sicher nicht alles schlecht, aber ich glaube einfach, dass Essence mehr Tests sich unterziehen muss wie die. Ich weiß nicht einmal, ob die tierversuchsfrei sind oder nicht. Sind sicher alle in China produziert. Voll hübsch, die nehme ich. Beziehungsweise ich schmeiße sie in den Korb meiner Mutter rein. Das ist immer praktisch, wenn man mit seinen Eltern einkaufen geht. Deal machen wir, sie darf dann sich auch eine aussuchen. Aber Cola. Und auch so teuer in sein. Dann gibt es immer diese richtig stylischen Unterwäsche bzw. Gewand kann man auch kaufen hier. Ist nicht richtig meins, aber no judgment, wenn man das natürlich kaufen möchte. Also irgendwie so Schweden-Merch ist auch interessant. Da auch sehr viel Schweden-Merch. Genau, alle Touristen gehen hier einkaufen und kaufen sich. Man hat einen Fußball, was machst du für so mycket Sverige? So, gell. Nein. Also meine Mutter möchte die haben. Ich hätte gerne, ich weiß nicht welche. Schwarz finde ich jetzt nicht so hübsch. Die vielleicht sind recht nett. Das Grün mag ich auch nicht. Aber die wären es jetzt. Dann nehmen wir 3. Alle 4.
Das wieder. So. Und die werden gekauft. Nur so. Das ist so richtig schwedisch, dass man solche, also zumindest die sozusagen die Omas und Opas, die haben immer solche Untersetzer. Ich meine, ist auch in Österreich, aber es sind nicht so, es sind meistens eben solche blumigen oder so. Meine Mutter anwendet sie, erst verwendet sie auch. Aber sie eher mehr den Stil ist dann meine Mutter. Das ist so richtig schwedisch, dieses mit den Untersetzern. Was? So, Backgammon. Moment. Also ich suche gerade Monopoly, falls ihr euch fragt, was ich hier gerade mache. Ich würde nämlich so gerne Monopoly spielen. Ich liebe Monopoly. Mögt ihr auch Monopoly? Ich finde Monopoly ist ein richtig lustiges Spiel. Ich kann Monopoly zu geben. So, und zwar, ich kaufe jetzt, die heißen die Uff-Klugerl. Und die sind so wie Erdnussflips mit Käsegeschmack. Hört sich vielleicht nicht so gut an, ist aber richtig, richtig nice. Und da freue ich mich schon voll, die zu essen heute. So. Also ich hätte jetzt auch so ein Sour Cream nehmen und zwar sind die Urgut. Ich liebe Sour Cream. Ich weiß, das ist ein spezieller Geschmack und man stinkt dann meistens im Mund, aber ich finde die richtig, richtig nice. Wie gesagt, das System ist bei allen Geschäften gleich. Das heißt, es teilt sich bei allen Geschäften, teilt es sich in zwei auf. Das heißt, wenn da jetzt noch mehr kommen wird, wird es wieder auf die andere Seite gehen. And now we're done. Und jetzt können wir gehen. And now we're leaving. Dollar store. Right.